Ja, moin und willkommen zu Folge 56. Es ist ja nicht so, dass du hättest warten müssen, besonders weil das Hindernis auf deiner Seite war. Und damit starten wir in die Folge. Ganz links auf der Seite die Fahrzeuge, die in den Kreuzungsbereich einfahren. Ihr dachtet, dass das weiße Fahrzeug eventuell über Rot gefahren ist? Dann achtet mal darauf, auf das schwarze Fahrzeug, was man auch ganz leicht aufblitzen sieht. Der hat es auch noch rüber geschafft. Und gerade hier in diesem Kreuzungsbereich der Karl-Marx-Allee, hier wird oft sehr schnell gefahren und da passiert super schnell hier halt ein Unfall, wenn man so noch reinfährt. In der letzten Folge hatten wir hier einen Transporter, der bei Rot rübergefahren ist. In dieser Folge fährt hier eine Radfahrerin rüber. Nichtsdestotrotz, für beide gilt, bei Rot ist anzuhalten. Ich blende euch mal die Strafen ein, wenn ihr erwischt werdet, was ihr zahlen müsst. Und ja, in Berlin wird auch ab und zu der Rotlichtverstoß von Radfahrenden kontrolliert. Bei Konrad hat sich in dieser Szene jemand eingeschlichen, der es noch ganz eilig hat und hier noch schnell über die Kreuzung muss, um rechts abzubiegen. Ja, okay, die Radfahrerin hätte vielleicht ein Stückchen weiter rechts fahren müssen. Ja gut, aber der 1,50 Meter Mindestsicherheitsabstand, den man beim Überholen einhalten müsste, kann hier auch nicht eingehalten werden, weil du musst ja hier auf den Linksabbieger. Zudem ist hier Tempo 30. Und auch mal in dieser Folge wieder der Beweis, wenn eine Ampel auf Gelb und auf Rot umspringt, dass es Fahrzeuge gibt, die tatsächlich halten können, auch wenn sie aus voller Geschwindigkeit bremsen müssen. Ja, die 3 Sekunden zum Anhalten reichen also wohl doch. Ich möchte ja behaupten, dass diese Baustelle in Richtung zum Lasten der zu Fuß Gehenden geht und deswegen sollte man sich als Radfahrer hier entsprechend verhalten und schon gar nicht auf der Seite der zu Fuß Gehenden fahren. Biwai nennt die Szene, mehr Abstand geht also dann doch, wenn man das eigene Auto beschädigen könnte. Abstände können also doch eingehalten werden. Zerschrammtes Auto, who cares, ja. Aber Leute, die vom Fahrrad gestoßen werden, das kann richtig böse werden. Also hier habe ich jetzt wirklich echt nicht schlecht geguckt. Der hat weder ein Handy in der Hand gehabt, noch irgendwas. Der ist fast gegen diese Laterne gefahren. Und mal wieder ein Blick nach hinten. Man sieht ja meistens nur Fahrzeuge, wenn die zu eng an einem vorbeifahren und überholen. Was sich hinter einem abspielt, das sieht man meistens nicht. Was man hier aber sieht, da ist jemand deutlich zu dicht an mir dran. Wenn ich irgendwie bremsen muss oder einen Schlenker machen muss, weil Unebenheiten sind, dann knallt das hier sofort, weil hier kein Sicherheitsabstand in irgendeine Richtung eingehalten wird. Bei manchen Radfahrenden in Berlin denke ich mir wirklich, fahrt ihr wirklich zum ersten Mal Fahrrad und wisst nicht, was ihr tut und habt ihr nicht mal ansatzweise ein Gespür dafür, was es heißt, dass andere Menschen mit euch auch Fahrrad fahren. Vielleicht nicht mitten auf dem Radweg stoppen, danke. Danke Eisbär für diese Einsendung. Das ist wirklich eine Situation, die häufig zum Verkehrsunfall führt, dass Autofahrende beim Rechtsabbiegen nicht genau gucken, ob noch der Radverkehr von hinten kommt. Immer anhalten, gucken und dann fahren. Und nicht einfach fahren und glauben, man hat gesehen, dass niemand kommt. Vorausschauendes Fahren scheint bei dem Taxifahrer hier nicht vorhanden zu sein. Zudem wird hier irgendwie missachtet, dass man bei Überholvorgängen ausreichend Abstand einhalten muss. Ich muss ja entsprechend hier fahren, damit ich an dieser Kante vorbeikomme. Das müsste ein Auto auch machen, aber so ein Fahrrad kann man ja einfach mal abdrängen. So, wenn man auf den rechten Ärmel der Radfahrerin vor mir achtet, da kann man die Ampel ganz gut sehen, die jetzt auf Rot springt. Holla die Waldfee, bei der Geschwindigkeit nochmal so drüber schüsseln. Ampelblitzer, Ampelblitzer. Ja, hier wurde die Verkehrsführung geändert und ja, die Ausschilderung ist sehr eindeutig, nämlich da, wo du stehst, dürftest du nämlich eigentlich schon gar nicht stehen, denn da ist ein Durchfahrtsverbotenschild nur für Radverkehr frei und entsprechend da, wo du stehst, kannst du auch gar nicht links oder rechts abbiegen, weil hier sich zwei Einbahnstraßen, die für den Autoverkehr freigegeben sind, treffen und entsprechend da, wo ich jetzt lang gefahren bin, ausfahren dürfen. Nicht immer nach Google Maps fahren, sondern auch ein bisschen auf die Schilder achten. Konrad beschreibt die Szene hier mit zugestellte Kreuzung, Taxi zwingt mich auf Fußweg. Ehrlicherweise würde ich sagen, Konrad hier auch an der Stelle, ich wäre da eigentlich gar nicht losgefahren, weil die Kreuzung ist so verfropft, man kann nicht so wirklich sicherstellen, dass man da drüber kommt. Da hätte man eigentlich warten müssen, dass die natürlich hier alle auf der Kreuzung draufstehen und was falsch gemacht haben. Das steht nicht außer Frage. Nichtsdestotrotz darf man hier nicht eigentlich drauf losfahren, wenn man nicht sieht, dass man drüber kommt.
wenn man jetzt eine größere Lücke wäre, wo der Radweg deutlich durchgeht, dann hätte man vielleicht fahren können, aber so wäre ich nicht gefahren, ehrlicherweise. Ja, beim Vorfahrtgewähren müssen auch Radfahrende anhalten und dann nach links gucken, ob da ein Auto kommt, dem sie die Vorfahrt gewähren müssen. In dem Fall ist das nicht passiert. Gut reagiert vom Autofahrer. Gegenverkehr in Fahrradstraßen ist auch eher so nach dem Motto, hier komme ich, halt mal schön an, du blödes Fahrrad. Dass man mit dem Auto hier weiter rechts fahren könnte, ignorieren echt die meisten. In Fahrradstraßen haltet bitte nicht einfach so auf die Radfahrenden drauf zu, fahrt weiter rechts. Im Zweifelsfall küssen sich bei den Autos die Rückspiegel, ja, das kostet ein bisschen was. Wenn ihr mich mit dem Rückspiegel am Lenker erwischt, dann wickle ich mich richtig und dann habt ihr richtig Stress an der Backe. Das wollen wir alle nicht. Und wer immer hier das gelbe Lieferfahrzeug geführt hat, das war ja ein absolut wahnwitziges Manöver. Danke, Apple Scripter, dass du mir das eingeschickt hast. Sag mal, Fry, was hältst du eigentlich von diesen Parkkünsten, die hier irgendwie vollzogen wurden? Geil geparkt. Jupp, keine Ahnung. Und gegen die Fahrtrichtung haben sie auch noch sich da irgendwie hingestellt. In der Straßenverkehrsordnung steht, man muss ein besonderes Auge auf Kinder haben. Und ich habe das Kind schon von der anderen Seite der Kreuzung gesehen und mir gesagt so, da fährst du mal nicht so zackig los. Und, recht behalten. Und auch wie schon in anderen Szenen davor, Rechtsabbiegende, bitte passt auf, ihr müsst gucken, dass da keine Radfahrenden von hinten noch kommen. Das ist eine der häufigsten Unfallursachen. Also mit dem E-Scooter so durch zu Fußgehende zu fahren, die hier gerade die Kreuzung queren, ist ja auch eher ein Glücksspiel, niemanden zu erwischen, oder? Werden die Teile eigentlich pro Minute oder pro Kilometer abgerechnet? Auslöser ist hier das Auto, was in der Fahrradstraße in zweiter Reihe steht, obwohl man links und rechts hier eigentlich noch Parkplätze sieht. Und dann jemand, der aber nicht darauf achten kann, ob aus dem Gegenverkehr jemand kommt. Richtig geil gemacht. Also ehrlich, mach doch mal die Augen auf und guck, bevor du losfährst. Wenn ihr mich oder den Kanal unterstützen wollt, findet ihr alle Informationen dazu in der Beschreibung. Wir sehen hier auf der rechten Seite schon zwei Bushaltestellen. Dort, wo jetzt aber der Bus hält, da ist eine weitere temporäre Bushaltestelle eingerichtet, an der Stelle, wo der Radweg aber rechts verschwenkt wird. Der Bus hätte doch auch weiter vorher bei der anderen Bushaltestelle halten können. Korrigiert mich, ich habe von Bushaltestellen keine Ahnung. Also die Frankfurter Allee Richtung Lichtenberg, da gibt es keine vernünftige Radinfrastruktur. Das ist eine Autohölle, ja, für Radfahrende wirklich schlimm. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da täglich passiert. Ich frage mich, wie lange ihr zugucken wollt, liebe Senatsverwaltung und liebe Bezirk, hier mal was zu machen. Das ist ja lebensgefährlich. Liebe Autofahrende, ihr habt das leicht mit euren Fahrzeugen. Ihr habt breite Reifen, ihr seid stabil, ihr habt nämlich zwei Spuren. Achtet bitte auf Radfahrende bei Schienen. Das ist höchst gefährlich, gerade wenn die Schienen und der Teer nicht in einem guten Zustand sind, sich dennoch schräg kreuzen. Das ist ein höchstgradiges Potenzial eines Unfalls. Bitte achtet auf uns. Dankeschön. Wir sehen jetzt hier zwei, drei Drängel-Überholmanöver von einem Taxi. Und am Ende, ich spule zwischendurch immer ein bisschen, ihr kennt das ja, wird man sehen, es hat nicht wirklich viel gebracht. Hier wird ständig nur eng überholt, es wird gedrängelt, andere Autofahrende sind hier auch mit dabei am Start. Das mit Abstand! Leute, das ist eine Stadt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist nicht so hoch, wie ihr denkt. Setzt euch zusammen mit uns für bessere Radinfrastruktur ein. Hier sehe ich doch auch definitiv mal einen Radweg. Und damit wir was Schönes am Ende wieder zeigen können, danke Audio Guy für dieses schöne Miteinander. So, das war's für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch noch ein Video an. Herzlichen Dank an die Leute, die den Kanal unterstützen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, wie ihr mich unterstützen könnt. Kommt immer und sicher gut ans Ziel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.